Und eigentlich heißt Kunsttherapie, sich auf eine künstlerische Entwicklung einzulassen, im besten Sinn. So wie ich sage, dass Spiritualität ein Entwicklungsweg ist, ist eben auch der kunsttherapeutische Weg ein Entwicklungsweg. Es geht ja nicht darum, schöne Bilder zu malen, sondern es geht ja darum, loszulassen, diesen Raum, den ich biete, sich darin niederzulassen, willkommen zu fühlen und auszuprobieren. Ich kann hier also Probe handeln. Und wenn ich eine Diagnose habe und zum Beispiel von einer schweren Krankheit betroffen bin und diese Krankheit künstlerisch in Szene zu setzen in dem Sinne, dass ich versuche, damit umzugehen, künstlerisch irgendwie dem Ganzen eine Form zu geben, eine Struktur zu geben, eine Farbe zu geben, versuche ich ja, da etwas fassbar zu machen, das aber unsichtbar möglicherweise in meinem Körper lebt. Also ich muss es irgendwie sehen, ich möchte es begreifen, ich möchte es mir selber erzählen. Was berührt mich da eigentlich oder was hat mich überfallen? Oft ist es ja so, dass eine Diagnose ja einfach daherkommt, so, und dann muss es weitergehen im Leben. Aber so ist das, also so einfach ist es ja nicht. Und hier habe ich die Möglichkeit, dem Ganzen das Ganze in die Welt zu holen. Also eigentlich irgendwie was Unsichtbares sichtbar zu machen. Und geh mal in Bewegung, super, genau. Einfach mal erstmal nur bewegen, du musst nicht alles mitnehmen. Versuch einfach mal diesen Ballast, den du da hast, hin und her zu rollen. Ob man ihn überhaupt bewegen kann. Und dann bis zu den Unterarmen vielleicht sogar, dass nicht nur die Hände greifen, sondern auch die Unterarme. Super. Wenn wir Menschen behandeln und Menschen begleiten, und ich bin ja sehr stark in der Palliativmedizin tätig und auch tätig gewesen. Und da merken wir, wie es an sich keine Art therapeutischer Begegnung mit Patienten gibt, wo nicht das geistig-spirituelle angesprochen wird. Der Palliativerkrankte oder ein Mensch, der nahe auch der Todesschwelle steht, hat existenzielle Fragen. Und wir müssen lernen, auf diese Fragen wieder zu hören. Er fragt nach dem Sinn der Erkrankung, fragt vielleicht auch nach der Komposition, vielleicht sogar der künstlerischen Komposition seiner Biografie, fragt nach dem, an welcher Schwelle er jetzt steht, an dem, was möglicherweise kommt, ist manchmal viel mehr erfahren in diesen Fragen und in dem innerlichen Erspüren, was kommen möchte, von den Bereichen des Spirituellen als Begleitende. Und so habe ich den Eindruck, dass wir durch diese Begegnung, wie hereinleuchten, haben eine geistige Qualität. Und ich würde ganz gerne mal an einem Beispiel einer Menschenbegegnung deutlich machen, was für mich diese Begegnung mit dem spirituell-geistigen eines anderen Wesens ist. Weil wenn wir den Menschen äußerlich erst einmal betrachten und ihn untersuchen, wie wir das als Ärztinnen und Ärzte tun, dann erleben wir seine äußere Erscheinung, seinen Körper, dasjenige, was er uns erstmal für die Sinnesbeobachtung und die klinische Untersuchung präsentiert. Und dann sehen wir aber in der Art, wie er sich bewegt, in der Mimik, in der Haltung, wie alles, was wir finden, auch zu einer Sprache werden kann, in dem sich das Seelische des Menschen offenbart und wo wir durchfühlen können, dasjenige, was ihn innerlich seelisch bewegt.